Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Ark Steampunk. Ich habe ein wenig Beruhigungsmittel genommen und die Schweinchen sind auch topfit und Dan und Xa sowieso. Hallo. Moin. Hi. Hoffentlich knatterfrei. Knatterfrei. Das habe ich jetzt nämlich auch noch in den Rechner neu gestartet. Knatterfrei. Weißt du, bevor wir die ersten Aufnahmen von dieser Session gemacht haben, 1,5 Stunden rumgedoktert mit Problemen, da war es bei XA, dann diese blöde Skype-Geschichte, wo es mir Nachrichten als reingeploppt hat, dann gestorben, dann Dano knattert, dann, also jetzt muss einfach mal was funktionieren. Ich bin da schwer dafür, nö, oder? Hier unten am Ufer entlang und dann, oder? Wie willst du zurück? Ach, ich lauf klar hinterher. Ich dachte, du hast da hinten angelegt. Ach, ihr wollt auf das Schiff? Nein, wir müssen jetzt nicht mehr Schiff fahren. Achso, du willst ja was dann zurück? Ja gut, dann. Mit 6, also ich habe das kleine Schiff mitgebracht, aber wir können gerne versuchen, die draufzubringen. Das wäre lustig. Okay. Da wollte die nur stapeln, ist doch lustig. Ja, wir wollen nur gucken, dass die Schweine sich nicht verfangen. Das wäre dann eher da hinten so runter. Dino Tetris. Da ist es noch, okay. Aha. Ja, das wird in der Tat Dino Tetris. Dim, dim, dim. Ach nee, das war was anderes. Das war Champions League. Ich war ja früher nicht schlecht in Tetris, aber Dino Tetris? Dino Tetris ist schon kniffig. Ja. So. Moment, dann hole ich das mal bei. Ihr könnt derweil schon mal eine Rampe irgendwie hinzaubern. Ja, ich habe mir gerade noch ein bisschen was gehalten. Vor kurzem hatte ich auch noch eine Foundation. Die habe ich dann aber abgelegt, weil ich mich nicht bewegen konnte. So, das wird reichen. Aber es reicht ja eine Foundation plus eine Rampe hin und dann kommt man eigentlich drauf. Mal gucken, habe ich noch irgendwas? Ne, ich habe gar nichts in dieser Richtung. Ich habe auch alles oben bei der Rampe. Wenn ihr keine Foundation habt, dann können wir auch eine Fans Foundation nehmen bei... Ich hab schon. Dano sind die drin, okay. Nee, die sind bei dir, glaube ich. Nee, habe ich dir reingegeben eben. Ah, okay. Ach, das waren die 44 Kilo. Mhm, das waren die 44 Kilo. Rampe. Sehe ich doch keine. So. Moment, ich versuche das noch besser. Es ist schwierig mit dem Boot. Das ist ein richtig professioneller Anleger. Mhm. Den müssen wir unbedingt auch mal bei uns bauen. So. Wo kriegen wir jetzt 3 Schweine und 3 Katzen unter? Das wird knallhart. Die Schweine ist vorne, was? Oder? Damit ich auf jeden Fall ans Steuer komme noch und die bleibst nicht im Weg stehen. Ich bleib einfach mal dran stehen und ich würde die Schweine nach vorne machen, in der Tat. Ja, die ja. Katzen rechts und links von mir und vielleicht geht noch eine in die Mitte. Stapeln wir die so? Könnte sich ausgehen. Ja, so ist gut. Da genau, jetzt nach hinten. Das andere dann auf die andere Seite vom Mast. Ja, Moment. Und die Katze so mitten rein. Am besten bleibt die dann auch auf den Katzen. Ja, wenn ich da mal drauf bin, stecke ich dann eh nicht nach. Das passt ja, meine muss halt noch irgendwo hin, mein Kätzchen. Ja, klar. Ganz zur Not muss einer mit der Katze heimlaufen. Das geht ja dann auch recht schnell. Der ist wahrscheinlich sogar schneller als wir mit dem Boot. So ist gut. Ein bisschen auf dem Schiff. Nee, sie steht bei mir aber gut. Ja, jetzt schon. Nö. Ich glaube nur, es ist besser, du läufst mit der Katze hoch, und die andere dann zum Schluss, die letzte sollte da in die Mitte. Oder? Ja. So, weiter. Ja, oder ihr macht's gleich mit einem Sprung und nicht. Genau so, ja. Genau. Jo. Also alles aufgeladen, cool. Okay, jetzt muss ich nur gucken, dass ich an diesem wunderbaren. Du stehst auf Koja. Koja. Links. Also, das ist voll schwierig zu steuern, das driftet immer, das ist schief. Was macht Texa? Okay. Er wollte von seinem Kopf runter. Das war Schuld. Deshalb habe ich. Hast nichts gesehen. Ja. Boah, das glitscht. Ja. So. Also für alle, die jetzt hier krank werden. Richtung. Andere Was? Richtung. Nein, nix andere Richtung, da kommen wir her. Na gut. Hallo, wir sind an der Westküste und wenn ich die Westküste zu meiner Linken... Ja, fahr doch einfach. Fahr. Bitte fahr. Fahr einfach. Oder sind wir mittlerweile so weit im Norden? Sind wir im Norden? Wir sind ziemlich mittig im Norden, ja. Mich mittig im Norden? Dann ist doch eigentlich egal. Dann ist eh einmal rum. Vom Prinzip her ist es egal, ja. Hui. Boah, da wird man seekrank.
Ja, und damit das nicht passiert, müsst ihr ein Seemannslied singen. Kann keine. Ich glaub nicht. Sage ich einem Schwaben und einer Wienerin. Genau. Wir haben so viel sagt Wasser. Der Hesse zu einem Schwaben und einer Wienerin. Ja, wollen wir den roten Pinökel mitnehmen? Kannst du vielleicht ganz kurz einmal stehen bleiben? Nee, da vorne bleibe ich stehen, beim roten Pinökel. Okay. Da könnt ihr dann in Ruhe euch sortieren. Ja, ja. Ich hatte nur gerade Standbild und war mir nicht sicher, ob ich überhaupt noch drauf bin. Du bist da, ja. Da wird man schon längst geschrien. Hier sind Eisschollen. Dann aufpassen. Ja, kannst. Warte, ich fahre noch ein bisschen ran. Oh, so ist gut. Bist du oder soll ich da noch? Oh, spring runter. Und wehe, da ist nichts Anständiges drin. Der hat nämlich noch einen Kringel drumherum. Ja, ich sehe es. Nö, bei mir nicht. Der hat einen Ich hab ihn nur gerade so in der Höhe, dass ich nicht sehe. Der hat einen blutigen Schein. Komplett. Was war's? Ich erzähl's erst nach, jetzt erst will ich wieder aufs Blut. Achso, hast Angst, dass ich nicht genau. Genau. Oh. Nach dem Motto, bald. Tschüss! Das war drüber. Ja, ich hatte auch gerade im Sprung. Ja. Das machen wir gleich nochmal. Ja, das kriegst besser hin. Vielleicht diesmal mit nicht ganz so viel Speed. Und denk dran, du kannst die Rücktaste umnutzen. Wenn ich gerade das Standbild hab, nicht. Beziehungsweise wenn ich dann eh drück. Ja, hier gucken ist. Was denn? Du wolltest doch Spaß haben, so? Oh, und wovon bin ich jetzt? Xa, wenn du doch nur abgestiegen wärst. Wir sitzen hier auf ewig fest. Und tanzen ran, weißt du? Oh, da ist sie, beweg dich nicht mehr. Alles gut. Tja. Komm ich zwischen den beiden Bergen durch oder muss ich ganz außen rum? Ne, du kommst zwischen durch. Okay. Was war drinnen? Es war ein Blueprint, Fabrikate, Pistol, ein grüner. Ah, wow. Ein Holoscope Attachment, oh wow, auch ein Blueprint. Und Blueprint Remote Keypad. Gut. Weißt du jetzt, aber theoretisch eine Fabricated Pistol in grün, okay. Gibt Schlimmeres. Okay. Aber wir brauchen sie jetzt nicht unbedingt, ne. Nö. Also jetzt haben wir Heilschweine, jetzt brauchen wir eigentlich gar nichts mehr. Außer Tonnen an Fleisch. Heilschweine an die Macht. Sind es immer noch alle drei, ja. Ja. Wird schon schreien, wenn da mal eins hops geht. Und fahr bitte ein bisschen schneller. Ich, fahr bitte ein bisschen schneller. Bin ich ein bisschen mehr als geh strampeln. Geh strampeln. Warte mal, ich kann auch noch. Oh, ich auch noch eine Fackel. Da nur noch eine Fackel rausnimmt. Ich hab keine mehr. Das ist so unprofessionell. Meine geht jetzt auch sekündlich kaputt. Meine ist vorher mehrfach kaputt gegangen. Achso, warte, ich kann aber vielleicht noch reparieren. Ich gerade. Wow. Ich schwimm dann mal zur Insel rüber. Warte mal, wir haben ein bisschen was. Katze, kannst du. Eine Katze. Kannst du da mal wegfahren von der Wand? Ich muss aus dem Wasser. Ich hänge fest. Sonst. Okay. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Fahr mal einen Millimeter noch vorne. Nee, ich kann nicht. Ich kann mich nicht. Warte mal, ich muss mal. Oh, meine Katze. Sekunde, ich muss mich einmal. Das Ende der Welt. Das Ende der Welt. Das kommt näher. Das Ende der Welt. Kannst du auch meine Katze die irgendwie bewegen? Probier's mal. Also ich kann auf deine Katze, aber. Also, du weißt was. Das ist ein Notfall. Okay, selbst dieser Notfall geht nicht. Doch, okay, jetzt habe ich ein fliegendes Schwein. Weißt du, mein Schiff ist auch abgesoffen. Ich glaube, ich krieg deine Katze auch nur so raus. Bin gleich tot. Ja, du kannst aufs Schiff. Da ist gerade momentan keiner dran. Du kannst aufsteigen. Bringt mir nichts, weil ich im Wasser zu 100% aufgehen werde. Ja, das ist ja nicht im Wasser. Wo ist es? Ich sehe es nicht. In der Wand. Wir sind, wir stecken noch. Das Schiff steckt noch in der Wand, oder siehst du es nicht? Ja, also, dann muss ich doch durch Wasser, wenn ich zum Schiff will. Ach, wo bist du denn? Ich dachte, du bist doch im Wasser. Ah, jetzt ist übergeschwommen, weil ich aus dem Wasser raushalte. Okay. Jetzt ist deine Katze wieder drauf, aber warte, lass mich noch einpacken. So. Welche Insel? Die vor uns. Na gut, das war's. So, dann fahr mal und wir müssen Xas Katze finden. Die vor uns? Wo ist denn die vor uns gewesen, Xa? Also, wenn rechts von dir die Wand ist,
ist links vor euch ein Eisberg. Und rechts die Wand, das ist links von uns ein Eisberg. Da geradeaus, ja. Ja, da ist er hin, würde ich sagen. Und da lege ich irgendwo rum und die Katze steht da auch. Ja, da steht die Katze. Das ist vielleicht ein bisschen blöd zum Anlegen. Ja, ein bisschen, so nur minimal blöd. Ja, ja, nur minimal blöd. Habe ich schon gesagt, dass ich das Eisbiom so mag? Und habe ich nicht irgendwie die Folge angefangen mit, es müsste mal was funktionieren? Ja, ich meinte irgendwie sowas mal vernommen zu haben, ja. Und hast du vorher nicht gefragt, lohnt sich das überhaupt, wenn man die Rückfahrt aufnimmt? Ich habe, nein, das habe ich nicht gesagt. Das, ich habe gesagt, wollen wir die Rückfahrt aufnehmen oder machen wir was anderes? Dass sich das lohnt. Ich würde das übrigens gerade nicht als lohnend bezeichnen, aber gut. Für die Zuschauer ist es auf jeden Fall lustig. Findest du? Ja. Also ich könnte jetzt auch... Übrigens, Kuya, ich erfriere dann auch bald, ja? Dino-Boot rüberfahren. Nehmt euch alle mit, das ist überhaupt kein Problem. Du hast doch von mir die Pelzrüstung bekommen, Dano. Ja? Ja, zieh sie an. Hab ich doch. Ja, dann mach dir ein knuddeliges Feuer auf dem Schiff. Aha, warte mal. Ich versuche halt jetzt hier Xars Rüstung gerade zu retten. Ja. Mehr soll ich mit dem Boot auch noch kommen? Oder? Nee, ach dann, das wird ja nur das... Nee. Ich versuche jetzt die Katze von dir aus... Ups. Warum hängt man denn hier an? Was hängt man denn? Die Seile. Nee. Bei deiner Katze konnte ich irgendwie nicht laufen. Die war... Ach so, okay. So. Aber apropos erfrieren. Ja? Sag jetzt Arno, kannst du da mal weggehen, bitte? Wieso? Weil ich da hinspringen will. Oh, klar. Na. Dann. Bild. Ist die voll oder was? Die springt überhaupt nicht mehr so weit. Muss ich dann doch mit Anlauf machen. Eigentlich war die relativ leer. Ach, dieser blöde Mast. Aber vorher lachen drüber, weil ich nicht drauf komme. Ja, im Moment, du hattest ja wenigstens... Oh. Ich hatte aber auch ein Standbild, wie ich weggesprungen bin. Ja, das ist auch... Ich hatte jetzt auch kurz Standbild und dann war ich am Ende der Welt. Ja. Mit der Katze. Beeindruckend. Meinst du könntest ein Lagerfeuer aufs Schiff bauen? Wir konnten nicht, doch da nichts drauf bauen. Probier's. Könnte unser Leben retten. Meins wahrscheinlich nimmer. So, Katze ist drauf. Ich bin drauf. Die andere Katze ist nur noch nicht drauf. Boah, leck mich doch am Fett. Sehr gut. Ich stelle mich mit einer Fackel neben dich, ja. Und warte mal, Kuya. Nimm dir aus der Katze die Rüstung raus und zieh sie dir voll an. Wieso? Du wirst sterben, oder wie? Das ist egal, ja, dann sterbe ich halt. Ich habe alles jetzt in Katzen gelegt oder in die Schweine. Also auch wenn ich sterbe, ist ganz egal. Das heißt, dein Inventar ist komplett leer. Du brauchst keinen Loot suchen nachher, ja. Okay. Das Einzige, was verloren geht, ist die Fackel und die halte ich halt jetzt noch, solange es geht. Also fahr. Ja. Zum Tod an der Fackel festgeklammert. Genau. Ich habe extra seine Fellrüstung wieder gegeben, damit er nicht erfriert. Nein. Ach Mann, dieses scheiß Ende der Welt, du siehst es einfach nicht. Das ist doch so zum Reiern. Was, schon wieder? Ach natürlich, Mann, das ist so zum Kotzen. Ach, scheiße. Soll ich doch nochmal kommen? Jo. Mach, leck mich doch am Arsch. Dir noch eins zu holen. Weil du es einfach nicht siehst. Warum machen die da nicht eine Markierung hin? Grüne Pfeile, was weiß ich was, hau ab. Nee, da kommt auf einmal eine Wand, die einfach alles vom Boot runterfegt. Das ist doch dumm. Mann. Ich muss jetzt mit dem ich weiß, Schwein... Ich bin neben dir. Hast du das andere, was runtergefallen ist? Ja. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich es allein schaffe, aber ich probiere es.
Mann, nee. Da musst du außen rum, weil du mit dem Boot nicht durch diese blöden Eisschollen kommst, wo die dann alles runterschubsen würden. Ja. Und dann kommst du ans Ende der Welt, weil das da direkt an den Eisbergen ist. Ja, das ist die Schwein mit meinem Blut, ja. Ich versuche zurück zu paddeln. Mach jetzt Tag hier. Oh, da hinten Kack, ist ja auch was, oder? Ja, natürlich ist noch was drin, ja. Okay. Mann, jetzt kippe ich auch gleich tot um. Was? Naja, ich habe auch nur noch ein Drittel Leben. Das Wasser ist eisig. Ja, ich sage ja, Wasser verliert so verdammt schnell Leben. Aber du solltest dann wieder regenerieren, wenn du oben bist, oder? Nö, nicht unbedingt. Achtung, das Schwein folgt dir noch. Der Cliffhanger. Hab's abgeführt und kriegst du sie wieder an Land? Ja. Mann. Weißt du, zurückgelaufen wären wir schon fünfmal. Ja. Ja, aber nicht so spannend gewesen. Hast du nicht gesagt, es ist lustig mit dem Schiff? Das kotzt mich gerade nur an. Ja. Sag, fahrst du mit dem großen Schiff? Jo. Okay. Mit dem mit den Betten drauf? Jo. Okay. Soll heißen, ich fahre jetzt einfach mit dem hier weiter und zerhol dich hier ab? Nee, du gibst ja jetzt auch tot. Ich spawne dann wahrscheinlich gleich auf seinem Schiff, ja. Ja, sag halt, bevor das bei uns dann. Ja, klar. Sein. Ich hab noch 31 Leben. Das ist ja super. Nur noch mehr als ich. Was? Nein, ich hab 200. Ich leg da meine Fackel noch ins Schwein. Findest du die Insel hier wieder? Ja. Dann würde ich weiterfahren, weil das hat keinen Sinn, wenn wir die jetzt ewig da drauf auflegen. Dann fahre ich weiter mit dem, was ich noch auf dem Boot hab. Das ist die Insel, auf der ich glaube? Nee, vorher. Ist das die Insel? Das ist die Pinguininsel, ja. Ist die da schon wieder? Ja, das ist die. Okay. Dann die waren nur ein paar Meter. Oder willst du mit mir mit? Nach dem Motto, hast du noch eine Hoffnung? Nö, ich hab 8 Leben. Fahr weiter. Okay, dann fahr ich weiter. Oh Mann, tschüss! War schön. Lasst mich einfach zurück hier mit euch. Tja. Weißt du, und das alles für so eine Handvoll Schweine. Für Heilschweine, Xar, stehst du gerade? Moment. Jetzt. Eishöhle. Bett. Ach, da unten könnte es sein. Hier unten rechts. Okay, unten rechts sein. Ja, da sehe ich eine Deinung. Bin aber noch also nicht ich habe noch ein Schwein und 2 Katzen. Es läuft ja richtig gut. So. Es ist der erste große Eisberg nach dem ersten großen Eisberg. Also eigentlich der zweite große Eisberg dann. Ne? Der erste große Eisberg nach dem ersten großen Eisberg. Cool. Das schaut ja cool aus. Das meinte ich. Oh Mann. Und hör mit dem Geschnauf auf, du Idiot. So. Kommst du mit dem Leben noch klar? Ja, ich bin jetzt im Wärmeren, nenne ich es mal. Obwohl, jetzt habe ich auch wieder einen Eiswürfel, wo ich die Rüstung gewechselt habe. Naja, geht schon. Dann lass die Fellrüstung gleich mal an. Ach, jetzt habe ich es jetzt hier noch ein paar Meter, dann ging es weg. Ja. Ich gehe mal hoch, Xar. Aber bei mir schaut es auch gerade aus, wie wenn das Boot voll unter Wasser irgendwie da... Schaut interessant aus. Du, eigentlich? Ist alles in Ordnung. Ja, ich sag nur, es schaut interessant aus. Das Spiel hat keine Bugs. Nein. Nö, überhaupt nicht. Ja, wir sehen schon ganz weit weg Schnee. Naja, mit viel Fantasy. Nein, doch, wenn du... Donner ich gleich euch entgegen und wir fahren ineinander, weil wir uns zu spät sehen. Könnte passieren. Ah ja, müsste eigentlich passieren. Ja. Oder bist du andersrum gefahren? Nö. Nein, er kommt da entgegen. Sonst wäre ich aber gleich in Umweg geführt. Aber dann kannst du ja rüberkommen zu uns und wir lassen das Schiff halt erstmal da stehen. Bis nö, ich fahre dich zurück.
Das okay. Müssen wir jetzt noch die Dinos umladen und alles, ist ja nur, ich fahr das jetzt zurück. Sagt bis zum nächsten Eisberg. Hm? Sagt bis zum nächsten Eisberg. Bis du Titanic spielen kannst. Was denn für ein Eisberg? Bist schon raus aus dem Eis? Weit raus. Ich bin am roten Pinökel gleich. Ja, dann müssten wir uns echt gleich sehen, weil wir sind gerade am roten vorbei. Ja, dann warte ich jederzeit auf die Kollision. Ich bin bereit. Ja, vor allem, ja, weil wir dann ineinander hängen wahrscheinlich, weil das euer Boot dann um meins herum spawnt. Man sieht das ja wahrscheinlich erst sehr spät. Mach die Kanonen klar. Wir drehen bei. Was sagten wir, sind das Schale? Wir haben noch keine Kanonen aufgestellt, Xa. Och. Was für eine Nussschale. Wie nachlässig. Ich will nur sagen, dass auf dieser Nussschale eure beiden Katzen sind. Ach so, stimmt ja. Wie bist du? Seid ihr jetzt an mir vorbei? Nee, ne? Ich weiß nicht, wir sind jetzt bei der Buchzunge. Genau. Ich auch. Aber wir sind, also ich fahr ziemlich nah am an der Landesgrenze. Also ich sehe dich nirgends. Wir sind so schnell aneinander vorbeigeschossen, wahrscheinlich mit meinem Spiel. Ah, jetzt! Da, ich sehe ihn. Da ist er! Hi! Jetzt habe ich auch einen Ruckler hier. Sie leben noch, Xa, sie leben noch. Sehr schön, wie der Pteranodon das Boot steuert da oben. Ja, in Wahrheit fahrt gar nicht Xa. Es ist alles da. Euer Schiff brennt im Übrigen. Wenn das alles wäre. Da hinten kommt irgendwie Feuer raus. Ja, ein bisschen zu viel Treibstoff drin. Also die Sklaven da unten paddeln zu schnell, wer weiß. Wir fahren doch gerade mit Volldampf. Die Hände. Also mein Beruhigungsmittelverbrauch, der ist exorbitant gestiegen mit der letzten und dieser Folge. Kannst ja Couch fragen, der hat da sicher gute Quellen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Mr. Symmetrie. Mhm. Déjà-vu, nur irgendwie andersherum. Ja, cool, wir könnten ja jetzt dann, also wenn wir die wollen wir ja sicher wieder ein paar haben, oder? Ja. Da könnten wir doch nebenbei dann den Froschsteich anlegen. Da kann nichts schief gehen. Naja. Mit dem Satz jetzt kann alles schief gehen. Reingenommen. Werden wir danach wieder neue Frösche zähmen müssen. Irgendwas passiert. Nein, als sicherer Fehl kann man ja sagen, und wir züchten Schafe. Damit haben wir den Fehl schon und damit muss eigentlich der Rest dann klappen, oder? Ich wollte schon immer mal da durch. Ja, aber gucken, das da wird langsam schon echt vorhersehbar, was mit den Schafen passiert. Also. Das bietet eigentlich keinerlei Spannung mehr. Hm. Ich meine, die richtige Spannung wäre eigentlich, wenn wir wirklich mal eins durchbringen würden, ne? Ja, das wäre irgendwie überraschend. Das kommt jetzt. Darf ich unseren Klongenerator aufstellen? Ja, glaub auch. Wir stellen so einen Klongenerator auf und züchten Dolly. Genau. Dolly 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Genau, aber die müssen wir dann noch durchbringen, Koja. Nicht wieder abbrechen, weil sonst zu lang dauert. Ja, machen wir. Was, du hast dich mit so einem halb geklonten Schaf zufrieden gegeben? Mit so einem halben Schaf. Hinten hing noch ein Stück Pferd dran oder so. Vom letzten Mal. Ja, war noch drin, war noch im Cache. Im Klon-Cache. Also sag mal, was hat denn dieses Spiel? Das ist doch zum Kotzen, ich werde ja regelmäßig wieder zurückgesetzt ein Stück. Mann. Ja. Ich sehe schon unsere Heimat in der Ferne. Ja. Yeah. Wir sehen Eisberge. Ja, jetzt kommt der erste große. Danach kommt der zweite erste große. Der zweite erste. Der erste nicht mehr ganz so große. Klingt doch scheiße. Bei hungrigen Katzen. Ne, mit einer hungrigen Katze und zwei hungrigen Schweinen. Ich hoffe nicht zu hungrig. Wird schon gern. Warst du nicht ein bisschen zu nah? Nö, ich will nicht riskieren, dagegen die unsichtbare Mauer zu fahren. Achso, okay. Halte ich für eine sehr gute Idee. Deswegen fahre ich da möglichst nah an in der Insel vorbei. Mhm. Müsst ihr nur nachher aufpassen, wenn ihr Viecher drin habt und vor allen Dingen nicht den Vogel aus
wenn du den Eisberg streifst, dann hast der Vogel, der guckt ja aus dem Fenster. Hm. Der wird dann gut weggeschoben. Jo, so, jetzt sind wir gleich da. Der kann ja paddeln. Links an der Ecke von den Dings sind die. Links an der Ecke von den Dings. Ja, da weiß es, oder? Hätte es auch ohne die Gabel gewusst, wahrscheinlich. Nee, es sieht das noch nicht. Da sind sie schon. Sie leben alle noch. Kuja, deine Katze lebt noch. Warten ja genug Pinguine. Ich denke noch ein paar Füßchen im Mund. Pugel? Welcher Pugel? Ich fühle das Schiff schneller als ich schwimme, das ist ja schlimm. Alles andere hätte mich jetzt gewundert. Hm. Oh, da tummeln sich die Pinguine. Bringt welche mit? Wie viele? Und da liegt noch eine Dano rum. Ja, die kannst sehr zerlegen. Dekorativ. Jetzt wissen wir auch, warum sie nicht verhungert sind. Das sind noch so ein kleines Säckchen. In einem Schwein muss meine Rüstung dann liegen, die finde ich dann nachher sicher. Aber. So. Himmel, Herrgott, jetzt hör auf mich zurück. Also wir haben jetzt zwei Schweine und eine Katze. Cool. Lass die Leiche da weg. Ich will doch die Dino mitnehmen. Oh. Dann sind es drei Schweine. Ach, Kuja, sehr froh, dass du so weit weg bist. So, dann haben wir alles. Ja. Himmel, Herrgott, früher konnte man so schön abladen. Weißt du, jetzt wo ich sie abladen möchte, sind sie nicht. Lassen sie sich nicht abladen. Das will ich nur mobben. Das will mich nur mobben, das Spiel von vorne bis hinten. Ja, natürlich. Spiel hat mitbekommen, der lässt sich mobben, also Thomas. Und heute Abend, ja, wo wir das hier aufnehmen, ist die erste Aufnahme von Ark Survival Plus, dem neuen Projekt. Wo diese Folge kommt, ist das ja schon längst gestartet, auch bei euch. Ich bin mal gespannt. Auf meine Laune ist bis dahin wieder gut. Aber wir haben auch wieder eine sehr kurze Folge produziert. Ja, ich hab nur gedacht, komm, fährst noch bis zum Hafen und lädst die Viecher ab, dann kann man wenigstens danach sagen, es kann jetzt mehr schief gehen, zumindest bei mir nicht. Und ihr schafft das bestimmt auch, ich bin da zuversichtlich. Wir sind schon auf dem Retourweg. Auf dem Rückweg. Also das ist doch super. Das und soll ich jetzt gut nichts eingepackt. Mehr schief gehen, außer der Schalter funktioniert nicht mehr, dann hätten wir vielleicht auch ein Problem. Moment, ich kenne den Spawn-Befehl. Das wäre jetzt wirklich noch so, wenn plötzlich in die Sicht ist, unser Schiff auseinandernehmen wird. Oh, was wäre das schön. Oh, was würde ich feiern? Ich glaube, dann würde man gleichzeitig so ein Rage-Quit hören. Dreimal geht die Tür zu, ja. Genau. Okay. Und hörst du dann auch aus der Ferne. Genau. So. Wenn mich einer fragt, wie ich hier reingekommen bin, ich habe keine Ahnung, ich höre jetzt auf. Wo bist du? Plötzlich war das Boot im Haigehege hier. Ist mir egal. Packt jetzt dort. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Von Pac-Man oder Steampunk. Steampunk. Stimmt nicht. Noch. Oh, Scheiß. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.